Hallo Jörg Fuhrmann, hier nochmal aus Zürich. Dein inneres Kind oder dein innerer Kritiker existieren nicht. Wow, eine provokante These, wo ich mal wieder einen kleinen Shitstorm für ernten werde von der inneren Kindfraktion. Habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht, warum die Bezeichnung inneres Kind in der Einzahl schon schwierig ist. Damals habe ich den Fokus auf dieses Thema der Mehrzahl gerichtet. Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Das innere Kind, womit man sich ja sucht, oder der innere Kritiker oder Richter oder wie auch immer, womit man sich ja extremst identifizieren kann, sind letztendlich Metaphern und Chiffren. Sie, genau wie alle Ego-States oder Persönlichkeitsanteile, die nicht wirklich existieren, das ist ganz wichtig, das nochmal klar im Kopf zu haben. Es sind einfach Codes, die dir helfen sollen, etwas über dich zu verstehen und nicht daraus eine neue Box und ein neues Gefängnis zu machen. Vielen Therapeuten ist das gar nicht so klar, habe ich den Eindruck, und sie vermenschlichen oder verdinglichen das und diese Dynamiken, die sie damit meinen, und als wenn das eine reale Person wäre. Und das führt letztendlich auch nicht zu mehr Freiheit, sondern eher, habe ich den Eindruck, zu weniger Freiheit. Und deswegen würde ich vorschlagen, eine Etage tiefer zu gehen und weg von dieser Verdinglichung wegzugehen oder von dieser Personifizierung wegzugehen und auf die Prozesse zu gehen. Das heißt, im Namen zum Beispiel guckt man auf die Überlebensstrategien, die sich damit verbinden, mit diesen einzelnen Facetten und Anteilen. Und das macht schon sehr viel Sinn, finde ich, weil es den Prozess uns verdeutlicht, der passiert, wenn wir mit diesen Teilbereichen der Psyche in Kontakt kommen. Das heißt, wir sind nicht mehr nur identifiziert mit einer feststehenden Struktur, die irgendwie gebaut ist und die halt festgeschrieben so ist, sondern wir haben die Möglichkeit, wenn wir damit in Kontakt kommen, zu realisieren, jetzt sind wir mit bestimmten Bedürfnissen in Kontakt oder eben nicht in Kontakt und wären das aber gerne, und daraus resultieren bestimmte, möglicherweise kindliche Identifikationen oder eben Lösungsstrategien, Überlebensstrategien, Kernkonflikte, die möglicherweise, weil bestimmte Kernbedürfnisse nicht vorhanden sind, jetzt zu einem Dilemma führen oder zu bestimmten Situationen, Zwickmühlensituationen, die wir nicht aufgelöst kriegen, und deswegen greifen wir auf bestimmte Verhaltensweisen oder Muster zurück, die möglicherweise gar nicht hilfreich sind. Und darum geht es ja, das zu verstehen und zu erfassen, was das, wie es dazu kommt, wie ich das mache, im Hier und Jetzt, ganz klassisch Gestalt, therapeutisch, im Hier und Jetzt die Phänomene zu realisieren, die da quasi in mir aufkommen, und nicht mit den Phänomenen eine neue Box bauen. Also, das ist alles nur eine Krücke und eine Hilfe, und nehmt das alles nicht zu ernst. Also ihr euch selbst schon, aber nicht die Strukturen und die Störungen zu ernst nehmen oder die Strategien zu ernst nehmen. Beziehungsweise ein neues Konstrukt drüber zu bauen, dass du die Strategien nachher gar nicht mehr erkennst. Das ist fatal. Also, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus Zürich. Tschüss.